Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zu The Witcher Enhanced Edition. In der letzten Folge haben wir hier im Gasthaus aufgehört, nachdem wir Aelina nun endlich von ihrem Fluch befreit haben. Und werden uns heute drauf und dran machen, nun endlich nochmal mit Berenger zu quatschen und jetzt als allererstes unseren Brief an Triss wegzuschicken. Dazu müssen wir zunächst zum... wer war das? Der Angler, Fischer, zum Fischer. Der gute Fischer wird das Ganze für uns wegsenden. Dazu muss ich jetzt erstmal rausfinden, wie wir zum schnellsten zu dem guten Mann hinkommen. Wahrscheinlich hier entlang. Ja, das machen wir als erstes. Also erst zum Fischer, dann gucken wir, ob der Priester wieder da ist. Ne, dann quatschen wir mit Berenger und dann gucken wir, ob der Priester wieder da ist, um die nächste und ich glaube auch letzte Hauptquest abzuschließen. Ich gucke einmal gerade ins Questlog, ob noch was anderes Nebenquestiges offen ist. Also Alvin ist klar, Berenger, der Pfad des Schicksals. Okay. Wie viel Spiel machen wir nicht mehr? Es wird überhaupt nicht wehtun, macht es auch langweilig. Faustkampf haben wir gemacht. Wobei, Moment. Ich muss den Lehrer des Felsens beim Friedhof in den Sümpfen entgegentreten. Das müssen wir noch machen. Aber ich glaube, das ist auch erst im nächsten Akt. Müssen wir mal gucken. Geheimnis der Hexer kommt noch. Ich muss mal gerade gucken. Ja, das sieht irgendwie weit weg aus. Gut. Gehen wir erstmal zum Seeufer. Ich weiß auch gar nicht, ob man wieder zurück kann in die Stadt, aber ich glaube nicht. Kommt vielleicht noch irgendwann. So. Jetzt gucken wir mal. Wahrscheinlich, wie ich den Fischer kenne, wird er schlafen. Hier waren wir auch schon länger nicht mehr. Oh, schöner Himmel. Was ich von der Musik her und so erinnert mich das Ganze auch von der ganzen Stimmung hier so ein bisschen an Black and White. So den Anfang. Oha, was haben wir denn hier? Getier. Schön hier was am Futtern. Gruppenstil. Los, Geralt, mach kurzen Prozess. So, und du kriegst dann den schnellen. So, schon ist wieder Ruhe. Können wir gerade mal looten. Wenn wir Platz haben. Ja, oh, haben wir natürlich nicht. War ja klar. Gut, dann geht's ohne Fleisch weiter. Was soll's. Ist ein bisschen Verschwendung, ne? Naja, kann man nichts machen. Wo ist der Fischer? Was zur Hölle? Was ist das denn hier so? So rot. So, hier wohnt die gute Sau. Mal gucken. Ob einer zu Hause ist? Das sind Ertrunkene. Oh, Alvin. Gut, wir müssen uns erst drum kümmern. Ein Moment. So, einer ist noch über. Scheiße. Also Ertrunkene sind für uns inzwischen ja wirklich... Ne? Ja, ihr habt es ja gesehen. Ach, Alvin, jetzt ich hätte dich beinahe angegriffen, Junge. Wir haben doch gesagt, du sollst dich verstecken, wenn es gefährlich wird. Aber sonst ist ja alles ratzebutze voll. Wir können ja gar nichts mehr mitnehmen. Nicht gut. Fischer, bist du hier irgendwo? Da bist du. Moin. Hm? Ich hab... Oh mein Gott. Wisst ihr, Schwierigkeiten, Einigung zwischen den Menschen und dem Vortenal zu arrangieren? Machen wir gleich. Ich möchte einen Brief nach Visima schicken. Ich möchte einen Brief nach Visima schicken. Hm? Danke. Hm? So viel dazu. Ich suche einen Vodjanoi-Priester. Oh. Hm. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ich habe unfreundlich aussehende Vodjanoi am Ufer gesehen. Haben die den freundlichen Priester vertrieben? Mhm. Dann hoffe ich, dass sie ihn nicht für immer verschreckt haben. Hm? Scheiße, ey. Wisst ihr, ich habe Schwierigkeiten, eine Einigung zwischen den Menschen und den Vodjanoi zu arrangieren. Hm? Glaubt ihr, die Herrin des Sees könnte mir helfen? Hm? In Ordnung. Ich rede mit ihr. Bis später. Warte, ich will noch schlafen. Ich sollte zur Herrin des Sees gehen. Lass mich mal gerade pennen. Hm?
Bitte. Danke. Bis Mittag. Balls. So. Dann ist es nämlich wieder schön hell. Und dann gehen wir erstmal Berengar aufsuchen. Der chillt wahrscheinlich immer noch an seinem Lagerfeuer, wie ich ihn einschätze. Da wir ja momentan hier sind, hat er nicht so wirklich viel Arbeit. Hm? Du. Alvin, na, haben wir die Nacht draußen verbracht? War schön, wa? Gut, die sind immer noch hier. Na, na? Da kommt ihr nicht rum, hä? Ja, jetzt machen wir euch schön. Warte, warte, jetzt hier. So, jetzt machen wir den Gruppenstil. Und dann sollte das eigentlich schnell gegessen sein. Jo, Geralt, das läuft doch. Okay, ersten haben wir. Ja, perfekt. Was ist das denn da? Ach, ist ein Affe. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Vieh? Nur ein Äffchen. Och, Alvin. Hast du nichts zu tun? Ja, offensichtlich nicht. Das ist ja wohl mehr als offensichtlich. So, das resolute Mädchen ist da. Ja. Ne? Was machst du denn hier? Ein so ein Verlorener. Auf einsamen Posten. Oh, heilig, du Sau. Muss wahrscheinlich so lange drauf einprügeln, bis sein Mana alle ist. Was habt ihr mit dem lieben Priester gemacht? Sag mir, oh je. Gut, der sagt mir nicht mehr, wo er ist. Der sagt, glaube ich, nichts mehr. Aber sein Tälchen wackelt noch. Wutz, wutz. Ja, immerhin, ne? Gut. So, mal gucken, ob der wieder da ist. Wahrscheinlich nämlich nicht. Aber kann ja mal nachgucken. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich erstmal mit Berengar reden. Ah nein, da ist er wieder. Das sieht gut aus. Mal gucken, was er so erzählt. Moin! Eben. Gohl, Bohl, Talhol. Talhol, genau. Ich habe Berengars Auftrag übernommen. Erzählt mir von diesem Konflikt. Wir unter Wasser leben, tief im Wasser. Wir lieben Herren, aber nicht alle lieben. Viele Dagon lieben. Herren verlassen, sie Menschen töten. Hoffe, euer Schwert weglebt, Dagon. Ich Lohn geben. Verstehe. Groß dumm Preis Kuh im Dorf. Dagon kommt für sie. Ihr Dagon wegleben, wir geben groß Lohn. Etwas Schwert, etwas wundervoll. Ich soll die Kuh als Köder für Dagon stehlen? Ihr groß dumm Preis Kuh auf Altar wegleben. Dagon kommen aus Tiefe. Ich soll sie auf dem Altar opfern. Ihr lieber Menschenopfer? Uralaulol. Okay, wir sollen die Kuh rauslocken. Ich wusste doch, irgendwas war noch mit der Kuh. Ich locke die Kuh zum Altar und töte Dagon. Na gut. Ich locke die Kuh zum Altar und töte Dagon. Eden, Gohl, Bohl, Talhol. Talhol, genau. Ich bin kein Kuhhirte, also weiß ich nicht genau, wie man groß dumme Preiskuh anlockt. Zu. Ich bin kein Kuhhirte, also weiß ich nicht so genau, wie man groß dumm Preiskuh anlockt. Obst und Nüsse. Groß dumm Preiskuh liebt Obst und Nüsse. Obst und Nüsse. Geil, dass er die Sprache schon angenommen hat. Diese Bauern haben den Verstand verloren. Okay, ich muss ins Dorf gehen und die Kuh davon locken. Es heißt, sie mag Früchte und Nüsse. Aha. Gucken wir mal. Wahrscheinlich müssen wir das nachts machen. Was wollten wir noch mit Berengar quatschen? Das machen wir jetzt erstmal als nächstes, bevor wir die großdummen Bummkuh da umbringen. Weglocken, irgendwie tut es mir ja doch ein bisschen leid um die Kuh, aber ne? Ist der friedlichste Weg. So, hier sitzt Berengar. Deswegen erstmal zu Berengar. Und mal schauen, ob der uns noch irgendwas Tolles erzählt. Und ich glaube, das ist dann auch schon das Letzte, was diesen Akt noch passiert. Jetzt muss ich ja doch nochmal in meinen Questlog gucken. Nicht, dass wir noch irgendwas offen haben. Geheimnisse der Hexer. Nachtigall verspätet sich. Rüstung läuft noch weiter. Wellen. Ne. Wir sind ganz gut dabei. Und dann nochmal zu Berengar.
sitzt ja irgendwo da oben. Am Rand. Dum, dü, dü, dum. Hoffe ich doch zumindest. Pirengo. Alles gut bei dir? Ja? Ich wollte mal wegen... Ne? Also noch nichts mit Alvin, hä? Huh? Ich hab seine Schwachstelle, blablabla. Lebt wohl. Tschüss, ne? So viel dazu. Gut, dann doch wieder die Kuh. Was soll's? Oder was steht denn hier bei Alvin? Ich habe ein paar interessante Dinge erfahren. Vielleicht kann ich später noch einmal mit Berenger reden. Ja, gut. Dann die Kuh. Wellen. Habe ich Nüsse? Ich muss erstmal gucken, ob wir irgendwas haben. Gehen wir als erstes mal nochmal hier ins Gasthaus und suchen uns Nüsse. Denn ich habe jetzt gerade keine dabei. Wer konnte das auch ahnen? Obst und Nüsse. Du. Straße zu die Dorf. Großes, dummes, fettes Preiskuh. Du. Ja, war ich zu schnell. Du. Können wir die Gelegenheit auch direkt mal nutzen, das Inventar mal wieder ein bisschen leer zu räumen? Ja, moin, ne? Hallo, guten Tag, moin. Sag mal, wenn du den Zaun... Da mach ich die weiter. Ich sag nichts, ne? Zur Qualität des Zaunes. So. Wo ist der Schankwirt? Da. Schankwirt! Oh Gott, geh rum, Gerald. Ja? Wie kann ich euch helfen? Ich will in mein Inventar hier, ne? Eine Sache noch. Ja? Hier ist es. Dass das versteckt ist in so einem Untermenü. Also, hier haben wir einen Ring. Da haben wir eine Silberkette. Hier haben wir noch sowas. Hier haben wir Brötchen. Silberring, ein Schal, noch ein Ring. Was ist das? Wimmernfleisch. Ja, warum nicht? Himbeeren. Obst und Früchte, hat sie doch gesagt. Himbeeren sind Früchte. Dann haben wir noch Trauben. Habe ich auch irgendwo Nüsse? Eine Birne ist auch eine Frucht. Nüsse. Das sind diese komischen gelben Dinger. Keine Nüsse, was ist das? Dörrobst. Das ist auf jeden Fall Obst. Den Stein können wir wegpacken. Den Wolfspelz und die Wolfspelzchens auch. Feuersteine. Na, die lassen wir mal noch. Räumen wir mal schön alles zusammen hier. So. Süßigkeit. So. Gut, jetzt gucke ich mal gerade, ob ich bei ihm auch noch was kaufen kann. Wie kann ich euch helfen? Eine Sache noch. Ja? Zeig mir mal deine Ware. Okay, er hat Leg nichts. Wohl. Tschüss. Wo ist denn die Frau Wirtin? Kann ich ja, kann ich bei dir was kaufen? Kann ich euch helfen? Ich hoffe doch. Okay, nein. Leg wohl. Dann gibt's bestimmt hier noch irgendwo eine Bedienung. Nein, das ist unverzeihlich. Vielleicht auch nicht. Doch, hier, Kellnerin. Wie kann ich helfen? Zwei Schankwirte? Zwei Schankwirte? Das Gasthaus gehört Mama und Papa. Mama will nicht, dass ich mit Fremden rede. Als Kellnerin müsst ihr doch mit Fremden reden. Oh nein, zu uns kommen nur Stammgäste. Jetzt habe ich euch erwischt. Ich bin ein Fremder. Ihr seid Geralt von Riva. Meister Rittersporn sang eine Ballade über euch. Daher seid ihr mir bekannt. Ihr habt mich erwischt. Wie kann ich helfen? Sehr gut. Hier. Hast du vielleicht ein paar Nüsse? Bärenfett. Naja, ob die Kuh das mag, will ich mal bezweifeln. Ja, so eine Wassermelone vor die Schnude halten. Ja, bleiben wir mal dabei, was wir ja haben. Vielleicht noch eine Erdbeere.
gucken wir mal, was das wird. Vermutlich kann man das auch nur nachts machen. Ich weiß nicht, es würde vermutlich auffallen, wenn da tagsüber so ein Hexer auf einmal anfängt, die Kuh wegzulocken. Aber wir versuchen es mal am Tage. Und wenn das nicht geht, kommen wir nachts einfach wieder. Du, 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 du. Du, 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 du. Die Frage ist auch, wohin? Welchen Altar? Den auf der Insel? Da müssten wir die ja mit dem Boot noch rüberrudern. Das wäre zu weit. So. Moin, wo ist denn die Kuh? Ja, moin. Ich hab hier, Dörrobst. Kommst du jetzt mit? Nein? Ist das Dörrobst gegessen? Nö. Dörrobst hat ihr nicht gefallen. Vielleicht die Erdbeere? Nein. Was isst du denn hier? Ich hab hier noch Trauben. Nein. Was habe ich noch? Birnen? Da will sie wohl Nüsse haben. Verdammt. Okay, die Kuh ist ziemlich, naja. Haltet euch von unseren Rosalkas fern, Hexer. Ja, ich brauche Nüsse. Wo kriege ich denn jetzt Nüsse her? Der Schmied. Ihr bringt nur Ärger. Ja, ich weiß, aber ich brauche jetzt Nüsse. Mal gucken, was haben wir denn hier für Haus des Dorfpropstes, Schmied, Adams Haus, Alinas Haus, Haus des Bäckers. Ja, gehen wir einfach mal in ein paar Häuser rein und gucken, ob wir irgendwo Nüsse finden, ne? Vielleicht in irgendeiner Schublade oder sowas. Ich habe ja Essen meistens nicht gelootet. Das heißt, wenn es irgendwo Essen gibt... Blaubeeren, nein. Wir brauchen diese gelben Nüsschens. Ah, nein, da war noch ein Sack. Verdammt. Nochmal wieder rein. Nüsse suchen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich mal Häuser nach Nüssen absuche. Noch mehr Dörrobst. Hm. Ich brauche Nüsse. Verdammt. Hat irgendeiner aus? Hast du Nüsse? Nein. Lass mich mal durch hier. Adam hat bestimmt Nüsse. Hier drin. Feuerstein ist auch nicht schlecht. Okay, wir... Ich frag lieber nicht. Bücher. Nee. Sack. Oh, da! Dörrobst und Nüsse. Ausgezeichnet. Einmal eine Runde haben wir schon. Ich würde aber sagen, wir gucken, ob wir noch mehr finden. Weil ich weiß nicht, ob eins ausreicht. Nicht, dass die Kuh dann irgendwie zwischendrin keinen Bock mehr hat. Wäre irgendwie blöd. Ja, gib mir noch mehr. Ja, Moment, ich muss erstmal wieder ein paar Häuser abgrasen. Das wäre irgendwie uncool. So. Ein Schinkenbrot. Nee, das wird nicht funktionieren. Sag mal, was sind die hier alle am Fisch essen, wie bekloppt? Oh. Tschüss, ne? Wollte nur mal gucken, ob du Dörrobst und Nüsse hast, aber nee. Dass es auch ein Item ist. Dörrobst und Nüsse. Aber es ist ein Item. Auch nicht schlecht. So, hier noch irgendwelche Häuserchen, wo ich rein kann. Ja, klar. Hm, rote Damenhandschuhe. Nee. Ein Buch. Balladen. Das haben wir doch schon ein paar Mal jetzt gesehen. Moin. Bist du Dörrobst und Nüsse? Ich hoffe... Die Elfen verlassen diesen Ort so schnell wie möglich. Hab ich doch gerade eben noch Kiste gesehen. Da oben irgendwie. Naja, egal. Ach Gott, da ist der Part wieder rum. Gibt's doch nicht. Egal, der Part ist zwar rum, aber ein Haus suchen wir jetzt, durchsuchen wir jetzt noch nach Dörrobst und Nüssen. Dieses hier. Danach machen wir einen Break. Das heißt, mit der Kuh, das seht ihr dann leider erst im nächsten Part. Naja. Muss ja auch spannend bleiben. Hühnchen. Ne, in der Füllung hätte ja Dörrobst und Nüsse durchaus Sinn gemacht. Da! 3 Stück. Na, seht ihr, dann haben wir jetzt sogar noch einen Erfolg zum Schluss hin. Dann stellen wir uns mal hier hin.
Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und Kommentare und Feedbacks wie immer unter das Video posten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs.